Zum Glück ist das ganze Jahr nun bald vorbei. Zum Glück sind wir dann wieder richtig frei. Zum Glück ist es für die meisten gut gegangen. Zum Glück wird jetzt ganz neu angefangen. Zum Glück kommt Gesundheit ab jetzt vor Kapital. Geld wird neu verteilt, Solidarität wird ganz normal. Zum Glück fängt das Glück jetzt an. Wenn jemand zu oft zum Glück sagt, weiß ich, was man da sagen kann. Zum Glück haben sie Jesus nicht gevierteilt. Sonst hätten wir jetzt ein Mobile in der Kirche hängen. Wie würde das nur aussehen? Zum Glück haben sie Jesus nicht gevierteilt. Sonst baumelte jetzt ein Mobile über Kirchengesängen und würde niemals stillstehen. Aber nein, sie haben ihn zum Glück ans Kreuz geschlagen. Ich muss sagen, das ist ein fantastisches Symbol. Ja, ja, nein, sie haben ihn nicht einfach nur totgeschlagen. Das zeugt doch von Weitsicht und heut fühlen die Christen sich unterm Crucifix wohl. Was wäre wohl mit der christlichen Symbolik passiert? Hätten sie ihn einfach nur stranguliert oder ertränkt? Obwohl, ich glaub, da gäb ich was drum, dann hätten Kirchen heute ein Aquarium. Der Galgen hing weltweit an den Halsketten, wenn sie ihn daran aufgehängt hätten. Versteht mich nicht falsch, ich finde Jesus okay. Doch jedes Mal, wenn ich ihn oben an sein Kreuz hängen sehe, dann denke ich, zum Glück haben sie Jesus nicht gevierteilt. Sonst würde ich jetzt ja in Mobile-Berg leben. Und Mobile-Fahrtschiffe wären auf hoher See. Oh, 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 oh. Zum Glück dachte ich und stellte Bier kalt. Denn sonst würden wir ja heute Blut spenden beim roten Mobile.